Meinen Sie denn, das Lager ist hier oben? Ich weiß nicht. Wenn man da reinkommt, ja. Guck mal. Weil ich habe ja den dicken Weg gemacht da mit deiner Hilfe. Ja. Und wahrscheinlich kommen wir wohl da oben rauf. Ja, rauf ja, aber hier ist nichts. Muss ja irgendwo sein. Ziel abgeschlossen. Ah. Alles klar, Benito. Rosario ist tot und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Mijo. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mache mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind hier sicher. Ah, er kommt zurück. Gracias, Dani. Wer kommt zurück? Ich hab da gerade auf einen geschossen. Einsatz abgeschlossen. Jawohl. Fahr mal Panzer, Jungs. Ist da ein Sniper? Ist da ein Sniper? Weiß ich nicht. Clara, da ist ein Sniper. Wo? Er ist gerade auf dem Weg ja, zu dir. Ja, oben drin, im Scheiße, Turm. Danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Dani. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Ja, wir machen Geschichte. Mach den mal weg! Ja, warte, ich klitter mal im Hoch. Scheiße! Da ist doch gar keiner hier. Miri, ich hab den doch auf der Karte markiert. Ach, da! Wieso, du bist echt ein bisschen verpeilt, ne? Nee, da waren wir doch drin in dem Turm. Ja, aber da ist jetzt einer drin. So weit kann ich nicht schießen, Leute. Ja, den hole ich mir. Mach mal. Kann nicht sein, ey. Was macht der denn da oben? Da oben ist einer. Trefft ihr nicht? Oh. Ja, das tut mir leid, das wollten sie nicht. Na klar wollten sie das. Kannst du dir mal den Sniper da oben holen? Ja, ich bin dabei. Kann doch nicht sein. Wieso ist da ein Sniper? Ja, weil er ja, glaube ich, gerade den Turm besetzt hat. Und hier, der dein Guapo ist auch. Hm? Oh, was ist denn hier los? Oh, ist weg! Okay. Guapo! Ja, dein Guapo kann dir nicht helfen. Truck, Scheiße! Komm, ist alles gut. Ein Truck hinter einem Truck. Aber du wolltest doch Panzer fahren, hast du gesagt, ne? Ja. Hast du den Sniper kann. Da oben geholt? Ja, ja. Ist da noch irgendwas? Kann ich Panzer fahren? Fahren wir Panzer? Kann ich das? Können wir Panzer fahren? Oder kann nur ich das? Ich kann kein Panzer fahren. Warum habe ich den denn repariert? Warten Sie mal. Das gefällt mir! Okay! Moment, stopp. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Du gehst ans Geschütz. Ja, ja, ist schön, aber das geht nicht. Ich kann da leider nicht ran. Ja, warte, ich gehe ans Geschütz und du gehst ans Geschütz. Warte mal, stopp mal. Da steht einmal auf den Fahrersitz, es geht nur Fahrern. Ja, dann mach du fahren, ich fahr Geschütz. Ja, du kommst nicht ans Geschütz. Ja, doch, ich bin am Geschütz. Sollen sie nahe kommen? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir hin? Ja, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Zurück. Ach, 600 Meter. Warte mal, ich markiere das mal auf der Karte. Da müssen wir hin. Zu Claras Lager. Ja. Okay.
Die willst du jetzt runter. Komm mal mit Panzer, ne? Ja, wir kommen ja nicht da. Wir können ja mit Fahrzeugen da nicht reinfahren. Aber wir fahren mit dem Panzer. Geil. Geil. Ich fahre aber nicht über unser Auto rüber. Ach komm, Arschleck. Boah. Hat irgendwo ein Feind? Hinter uns irgendwo. Da wurde mir gerade ein Feind angezeigt. Ja, ja, er ist schon tot. Nee, die kommen gerade angelaufen. Ach da. Okay. Rangaufstieg 3. Hey. Neue Waffen und Ausrüstung bei Johanns Waffenhändlern verfügbar. Oh. Okay, Feind voraus. Wir können weiter. Ja, ich drehe mal wieder. Achso, ich muss ja drehen. Nee, weiterfahren einfach. Achso, ja, doch drehen, ja. Da liegt noch eine Tasche. Warten Sie mal eben. Hol ich mal eben für uns. Da kommt noch wieder einer. Kommt immer einer. Also was ist ja das Rohr, ne? Ich hab den gerade pulverisiert. Mit dem Rohr? Naja, bereit? Ja, Moment, ich muss ans Geschütz. Das gibt's! So. Fertig! Oh! Hinter uns. Oh, da ist noch ein Auto, warte. Oh, der kommt ja doch noch. Okay. Ey, der ist hartnäckig, der Kleine hier. Ja. Eine brennende Fackel. Oh, da ist doch noch einer. Guapo, Guapo! Moment, ich hol mal den Guapo. Ja, ja, hol mal, ich bin ja jetzt gerade am Gucken hier. Guapo, komm mal her hier, Kleiner. Guapo! Kann Guapo doch, ich kann ihn wieder nehmen. Alles gut, mein Großer, komm. Und tschüss. Oh, der andere Guapo ist auch hin. Belebe dich auch mal wieder. Oh, ich muss raus! Ich muss raus! Alter, was machst du denn da mit unserem Panzer? Na, die schießen doch auf den. Die laufen doch hier rum, die Idioten. Ich muss hier mal reparieren. Machst du das? Ich versuche es, aber es geht nicht. Oder? Scheiße, Hunde! Ja, doch, hat funktioniert, glaube ich. Komm, wir müssen abhauen hier. Ja, ich glaub, raus, das ist der Beste. Aua! Aber der Panzer ist, glaube ich, platt. Nee. Boah, warum? So, einer down. So, lass uns wegfahren. Das gibt's doch gar nicht. Komm, lass uns abhauen. Ja. Fahren Sie mal hier in die Gegenrichtung. Jetzt komme ich. Ich drehe jetzt. Hund. Da ist ein Ausrufezeichen, aber da kümmern wir uns nicht drum, ne? Warte mal, stopp. Wir können ja schon mal ein Stückchen weiterfahren. Ich befreie mal eben die Dame hier. Mach. Los, komm jetzt! Das gibt's. Okay, weiter. Schon geil, mit dem Panzer zu fahren. Explonodora. Kannst du den mal hinter dir abknallen? Oder hast du ihn schon weggeballert?
Ja. Okay. Du hast einen Zivilisten getötet. Du bist ja gegen mich gefahren. Das war ich nicht. Das war ich nicht. War ich, ne? Ja, du bist ja gegen mich gefahren. Macht ja nicht. Ein Feind am Pferd. Pferd lebt, Feind tot. Vorsicht, bin ich rauf? Ja. Aber macht der Panzer mit Dings, sag mal. Bin runter. Ja. Dann macht der so mit links. Das ist unglaublich. 164 Meter. Ja, wir müssen gleich aussteigen, dann links rein. Oh, oder? Auto geht hoch, fahr mal zurück. Raus hier. Komm, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie da hochkommen. Ja. Hä? Aber wie? Hier, warte mal. Die war doch irgendwo hier. Ja, sind sie hier? Ja, ich bin hinter ihnen. Hier runter. Oh, es ist Wetter so düsig. Diesig. Wir haben es geschafft. Yeah! Wahnsinn. Mit dem Panzer, Leute. Mit dem Panzer. Panzer. Hallo. Guten Abend. Und einmal das Kletterhäkchen benutzen. Wer schießt denn da? Brennt, ihr Hunde! Was? Was ist da los? War das ein Gegner? Brennt ihr Hunde? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Gehen wir mal weiter. Da hinten ist es. Wir sind wieder da. Ja. Hey. Regel 73. Eine Revolution wird niemals von den Furchtlosen gewonnen. Sie wird gewonnen von den Gefürchteten. Jawohl. Juan Cortes. Juan heißt er, nicht Huran. Ja, Juan. Juan? Psst. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad! Viva Libertad! Viva Libertad! Viva Libertad! Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich seh dich vom Himmel aus, Guerriero. Oje. Oje. Libertad auf dem Vormarsch.
So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt... Wir schauen mal auf die Karte. Da sind die Schnellboote, wenn du rausscrollst. Ja. Und da müssen wir jetzt hin? Mhm. Moment, wir gucken mal aufs Notizbuch. Da ist noch eine Kirche oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt mal angeklickt. Ammonia. Fahrzeuge, wir haben jetzt sogar... Können wir das Auto irgendwie aufpeppeln? Jo! Ich habe jetzt das Auto aufgepäppelt. Unser Auto, der hat, ach, jetzt, da, der hat jetzt zwei Geschütze. Und der hat sogar eine dickere Stoßstange. Oh. Ja, Mann. Dort können wir das Fahrzeug peppeli leppel peppeln. Ja, da kann man vorne an der Stoßstange sich draufsetzen, der andere. Aber ich muss jetzt mal gucken, wo müssen wir hin? Ich weiß das immer noch nicht. Wir müssen irgendwie nach oben. Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Hä? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Küche verriegelt. Verstehe, Juan. Ich kümmere mich. Wo ist der Heli? Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine brennende Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit. Ich kann Anruf. Flugabwehranlage, Karte öffnen. Ah, jetzt haben wir ein Ziel. Da müssen wir hin. Wo? Ach da, das Ding da, ja. Da Kanal Venezio. Ich würde mal glatt sagen. Wir nehmen den Panzer. Wir nehmen den Panzer. Panzerfahrer? Aber warte mal, da müssen wir doch übers Wasser. Ein Panzer ist doch ein bisschen schwierig, oder? Nö, wir können mit dem Panzer. Komm, nee, den Panzer. Können wir nicht. Warum nicht? Weil das nicht geht. Auf der Karte siehst du, dass das ein Weg ist. Eine Straße, die darüber geht. Ich mach das jetzt mal. Ich rutsch mal hier runter. Ich hol den Panzer. Ja, ja, mach mal. Wir trennen uns mal eben. Wir Leute, wir holen den Panzer. Ich hoffe, ich finde den Weg da noch hin. 500 Meter. Nicht der, wo war denn der Weg? Ich muss mir das mal angucken, wo das überhaupt ist. Wo war jetzt der Panzer? Hier war der Panzer. Ah, ne? Da hinten ist das. Ist doch gar nicht so weit weg. Leute, wir holen den Panzer. So, hier war das. Ich schwimme mal darüber, ja. Sie machen wieder Alleingang. Du entfernst dich von deinem Partner. Geh zurück. Ja, kannst Partner, dann mir, komm mal ran hier. Kannst du zu mir kommen? Kann ich zu dir kommen? Weiß ich gar nicht. Wie soll ich denn nicht zu dir kommen? Kannst du nicht zu mir spawnen? Ja, ich kann mal gucken, ob das geht, aber... Bist du das hier? Nee, ich kann nicht zu dir kommen. Ach, da ist sie. Nee, kann ich nicht. Ich kann aber, warte mal. Ich habe mal einen Punkt zu dir gesetzt. Damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Aber mit so einem Panzer können wir noch viel mehr aus. Oh, das sieht so schön aus da hinten. Seht ihr das mit der Sonne, mit der untergehenden Sonne? Oh, komm so schnell, ich will die Sonne haben. Kommen sie oder? Ja, natürlich. Auf der Karte sehe ich das so nicht. Ist aber schwierig zu ihnen zu kommen. So, einfach durchs Lager durch, rechts halten. Hinterm Lager rechts oder rechts vom Lager, und dann kommst du hier zu diesem Kletteräumelbums. Ja, du bist auch so, du bist auch immer so ein Kletteräumelbums, ey. Gar nicht so leicht, darüber zu kommen. Es ist schon wieder dunkel, es ist schon der Sonnenuntergang. So, wir gucken mal, wo der Panzer ist. 150 Meter, hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Da lang? Nee. Hier ist die Straße. Da lang, ne? Und hier muss der Panzer irgendwo stehen. Da steht er! Möchten Sie fahren oder soll ich fahren? Ich bin doch noch gar nicht da. Ach so, 160 ja. Meter. Ich bin ja auf dem Weg zu Ihnen. Bleiben Sie doch locker. Komm, geh weg. Komm, geh weg, was ist das denn? Fahr mit deinem Tracker irgendwo hin und lass uns. Hier ist so. Neue Fotos steht hier. Mit B anschauen.
Aha. Der weglegen. Der Hoxen. Tut mir leid, Leute. Also, der ist immer ein bisschen langsamer. Tut mal schön den Mund halten. Ach, guck mal, da kommt er angepflügt. Hey, Danny, wie steht's um dieses Flugabwehrgeschütz? Ja, ja, angeben, ja. Er ist den Luftraum bewacht. Okay, okay, Juan, ich schalte es aus. Es gibt kein Ich im Team. Du verstehst schon. Ja, halt doch mal den Ball flach. Soll ich wieder fahren? Ja, klar. Warum? Ja, weil du der Kommandant bist. Oh ja, verdammt. So eine Scheiße. Ich bin der Kommandant. Ja, warte mal. Jetzt muss ich ja erstmal auf der Karte wieder das Ziel wieder markieren. Da ist das Flugabwehrgeschütz. Ja, alles klar. Wir fahren los. Yeah. Oh kleiner Panzer, bring mich zum Geschütz. Ob Sturm oder Streit, ob Sonne und Land. Weiter singe ich nicht. Der ist aber laut, der Panzer. Ja, der ist sehr laut. Hier ist ein Fahrzeug. Dem los? Ich weiß nicht, ich glaube, der hat auch. Oh! Mit dem ist nichts mehr los. Ich habe, glaube ich, den Tank beim ersten Schuss getroffen. Oder hast du das geschossen? Ich glaube, nicht mehr los. Ah. Guck wieder, was? Oder schneit. Hey! Oh! Achte doch mal ein bisschen drauf. Warum sagst du denn, da kommt wieder was? So, da ist das Geschütz. Nee, noch weiter. Hinter dir ist jemand. Schaffst du das? Alter. Oder kriegst du das nicht hin? Ja, wenn der mal wieder auftauchen würde, wäre das gut. Aber ich sehe ihn nicht. Dappo, kannst du dich rumkümmern? Oh, der hat uns getroffen. Unser Tank brennt. Was? Schon wieder? Sofort reparieren. Und Guapo ist auch tot. Ich hol Guappi. Und ich werd beschossen. Ja, ich kümmere mich drum. Darüber. Ich glaube, ich muss mal lange Knarre haben. Ne? Lässt du wohl Guappi zu spielen? Verdammt. Nate. Guappi brennt. Oh. Okay. Komm mal her, Jungs. Weiter. Ich werde angegriffen. Wer ist ein braves Cocodrilo? Los okay. Jetzt. Abgang hier. Sollen sie nur kommen? Kommen Sie rein hier. Bin schon da. Ob es stürmt oder schreit, ob die Sonne uns lacht. Eieiei, ist das hier eng. Aber mit unserem Panzer ist es überhaupt kein Problem. Hinter uns. Schießen wir auf das rote Auto. Okay, dieses Auto weiß. Ja.
Clara, das war eine tolle Rede. Hör zu. Egal, was passiert. Ich bin dir echt dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos sind. Da. Ja. Welche Tiere rennen hier? Da oben sind sie. Ich muss eben einmal drucken und jetzt geht's los hier. Right? Ja, wir wurden schon gesehen hier. Oh oh. Wir sollten vielleicht hier mal weggehen. Das Ding ist kaputt! Ja? Der ist schon zerstört. Wie? Der ist doch schon platt. Aua! Wir schießen auf mich. Die Flugabwehr ist zerstört. Cool. Hey Juan, die Flagge ist Geschichte. Oh oh. Der Himmel gehört dir. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rächender Todesengel sein. Wenn du meinst, oh, solange du mir Deckung gibst. Aua! Ich geb dir Deckung, eine Flasche Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Wir sollten vielleicht hier weg. Los. Ich seh nicht nix. Ich seh nichts. Du stehst genau vor mir. Knall die doch ab. Okay. Oh, Wappo. Alter, irgendeiner schießt auf mich. Ja, da oben. Erledigt. Sauber. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Erledigt. Warte, lass das Feuer, da kommt noch jemand. Wo ist er? Sehe ich den nicht? Ist er hinterm Feuer oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da jetzt einmal mit dem Dings drauf geschossen, mit dem Panzer. Aha. Aua! Du bist auch eine blinde Nuss, ne? Da! Okay. Rücke vor. Ja, lass sie mal rücken. Wir rücken auch vor. Wir rücken vor. Oh, da oben ist wieder Atomaris. Atomaris? Wie? Die rennt schon wieder vor. Seht ihr das, Leute? Nein, ich stehe hier oben und ich beschütze sie. Ja, ja. Hallo? Ich mach mal den. Hier, komm mal, hau mal ab. Ich nehme mal mein Supremo hier. Geh mal weg. Wieso? Nein. Hau ab da! Mein Supremo kommt! Jetzt kommt mein Supremo! Ja. Yeah. Das musste sein. Hier muss doch irgendwo, hier ist eine Kiste. Einsammeln. Jawohl. Oh, was ist denn da drin? 50 angereichertes Uran. Holla jetzt. Da haben wir aber wieder kein Radio. Hier ist noch Kartenmaterial. Ach ne, Medizin. Hier ist noch was. Lesen. Einmal lesen, Leute. Ja, wenn der Hox nicht davor stehen würde, könnte ich auch lesen einmal. So. Dann liegt hier noch was zum Lesen. Schaut mal nach. Himmel über nun sicher, wir haben es geschafft. Und dann haben wir hier noch was. Himmel über Sanctuario nun sicher. Genau, wir haben nämlich alles kaputt gemacht. Und wie das hier weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Tschüss. Tschüss.